Einen wundervollen guten Tag wünsche ich. Herzlich willkommen zurück auf der Citadel bei Mass Effect mit Günni. Und auf der Suche nach Fanes Sohn befinden wir uns gerade. Ich werde erstmal wieder zu Bailey zurücklatschen und da dann nochmal um das Verhör bitten, weil wir sind immer noch dabei, hoffentlich das Attentat nicht stattfinden zu lassen. Wir wollen hier ja nichts untersuchen, wir wollen eigentlich was verhindern, so, bevor es überhaupt eintritt. Deswegen, ich hoffe mal, du bist Bailey, jawohl. Warum C-Sicherheit da? Können wir über den Sohn meines Partners reden? Haben Sie mit Maus gesprochen? Haben Sie den Namen von dem Typen, mit dem er zusammenarbeitet? Elias Callum. Callum? Scheiße. Ja. Also, das ist jetzt peinlich. Callum und ich haben ein Abkommen. Er macht nicht allzu viel Ärger und kauft von mir Karten für den Wohltätigkeitsball von C-Sicherheit. Und ich ignoriere ihn dafür. Er bezahlt sie also. Bisher wollten sie uns helfen. Wie sieht es jetzt aus? Ist es zu unbequem geworden? Ich habe meine Hilfe zugesagt. Es ist nur... Es wird Probleme geben, wenn ich einen Fehler mache. Er und ich... Wir geben uns gegenseitig Freiraum. Um den Frieden zu halten. Ich lasse ihn von meinen Leuten herbringen und setze ihn in ein privates Zimmer. Dort können sie ihn selbst verhören. Ich bleibe außer Sichtweite. Mit etwas Glück wird Callum glauben, dass ich nichts damit zu tun hatte. Ja, ja. Warten Sie, Elias. Ich muss einige Vorbereitungen treffen. Wir machen das, sobald ich zurück bin. In Ordnung. Kommen Sie wieder, bevor ich die Nerven verliere. Ich muss verrückt sein. Gut, ich hätte jetzt eigentlich gedacht, okay, das ist jetzt Singens, aber dann... Machen wir das direkt im Anschluss. So, ich habe meine Sachen geklärt. Wir können einmal das hier machen. Können wir über den Sohn meines Partners reden? Sind Sie bereit, Callum zu verhören? Ja. Bringen Sie ihn her. Wir haben vielleicht nicht viel Zeit. Ich kümmere mich darum. Warten Sie hier. Bin ich mal auf das Verhör gespannt. Wir haben Callum. Sagen Sie, Bailey, wir sind soweit. Ich bleibe außer Sichtweite, erstmal den Namen überall rumposaunen. Er erwartet von mir, dass ich ihn da raushol. Heute wohl kaum. Captain, sein Anwalt ist hier. Ich wette, Elias hat seine VI so eingestellt, dass sie verständigt wird, sobald C-Sicherheit sich ihm auf weniger als 10 Meter nähert. Ich halte ihn auf. Gehen Sie rein und beeilen Sie sich. Guck mal, springt er doch nochmal in die Bresche. Verhören. Und immer Druck machen. Haben Sie eine Idee, welchen Ansatz wir verfolgen sollten? Seien Sie der böse Bulle, seien Sie der gute Bulle. Ich will böse machen. Reden Sie mit ihm. Appellieren Sie an seinen Selbsterhaltungstrieb. Falls nötig, werde ich die Schrauben etwas fester anziehen. In Ordnung. Ich werde so tun, als wäre ich auf seiner Seite. Aber wenn wir zu lange brauchen, kann Bailey Callums Anwalt nicht mehr aufhalten. Machen Sie mich los, Bailey. Mich einfach hierher zu verschleppen, also wirklich. Wer zum Teufel sind Sie beide? In den Inspektor reden. Nee, wir sind nicht sicher da. Sie haben einen Attentäter angeheuert. Wir wollen wissen, wen Sie umbringen lassen wollen. Wenn Sie uns das sagen, können Sie gehen. Ich will meinen Anwalt sehen. Ihr Anwalt ist noch nicht da. Wir versuchen gerade, ihn zu finden. Ich sage kein verdammtes Wort mehr, bis er hier ist. Sie beide wissen gar nicht, worauf Sie sich eingelassen haben. Zuhören, Mr. Callum. Das war keine gute Idee. Dafür werden Sie bezahlen. Herrschen Sie sich. Wir wollen, dass er redet. Tut mir leid. Mein Partner wird manchmal bei Verhören etwas nervös. Nur so ein bisschen anknuspern. Schlagen Sie mich ruhig nochmal, Arschloch. Für jeden Schlag wandern ein paar Credits in meine Tasche. Nee, komm. Nicht jetzt bei jedem mal provozieren lassen. Ich doch. Feigling. Denken Sie nach, Elias. Ich will den Attentäter, nicht Sie. Warum sollten Sie für ihn den Kopf hinhalten? Sie wollen von mir, dass ich die Erteilung eines Mordauftrags gestehe. Halten Sie mich für bescheuert? Wenn ich den Namen habe, gehe ich und Sie sehen mich nie wieder. Ich wüsste nicht, warum ich Ihnen glauben sollte.
Sie haben aber auch keinen Grund, ihm nicht zu glauben. Es funktioniert nicht, Shepard. Wir machen keine Fortschritte. Sind wir jetzt fertig? Ich habe nämlich Termine. Schluss mit der Geduldnummer. Ich will einen Namen, sonst schneide ich Ihnen die Eier ab und verkaufe sie an einen Kroganer. So. Schon gut, es reicht. Das ist es nicht wert. Joram Talid. Ein Turianer und Kandidat um das Intendantenamt vom Sakira-Bezirk. Er legt sich mit rechtschaffenen Geschäftsleuten an. Dem werde ich ein Ende bereiten. Wo und wann? In seiner Wohnung. In den 800 Blocks. Sie sollten sich beeilen. Was geht hier vor? Weg von meinem Klienten! Sie haben mich vorgeführt! Danke für die Info, Elias. Morgen fühlen Sie sich sicher schon wieder besser. Besser als Sie auf alle Fälle, Arschloch! Wenn ich meinen Comlink zurückhabe. Elias, als Ihr Anwalt rate ich Ihnen sofort das Maul zu halten. Wo waren Sie vor 5 Minuten? Kleiner Verkehrsstau. Okay. Aber gut, wir haben jetzt unsere Info bekommen. Ich wollte mal einfach mal ein bisschen böser Kopf sein. Ich hoffe mal, das ist jetzt nicht zu abtrünnig. Warum hat Kelhelm den Jungen angeheuert? Für ein Attentat auf einen Turianer namens Joram Talid. Kennen Sie ihn? Joram? Sicher. Vielleicht haben Sie ja seine Plakate schon gesehen. Er hat versprochen, dem organisierten Verbrechen im Bezirk ein Ende zu bereiten. Das Problem ist nur, dass seine Botschaft in der ganzen Rassenpolitik untergeht. Er ist ein Menschenhasser. Schön. Ist die Lage so schlimm, dass jemand öffentlich eine Menschenhasskampagne führen kann? Haben Sie nicht gehört, was die Aliens sagen? Sie glauben, der Rat sei ausgelöscht worden, weil unsere Flotte ihm die Hilfe verweigert hat. Dass wir dafür gesorgt hätten, dass im neuen Rat nur Menschen und Ja-Sager sitzen. Anderson verhält sich äußerst diplomatisch, aber sie benehmen sich, als wären wir Verbrecher in Kampfstiefeln, die einen Putsch durchziehen. Wir müssen das Attentat verhindern. Können Sie uns zu den 800er Blocks bringen? Sergeant, holen Sie ein Einsatzfahrzeug. Die beiden müssen zu den 800 Blocks. Ja, Sir. Endlich was zu tun. Da ist er. Wie wollen Sie vorgehen? Folgen Sie Talid über die Wartungsstege. Sagen Sie mir, was er tut. Durch den Kroganer-Leibwächter müsste er leicht zu verfolgen sein. Wo werden Sie sein? In der dunkelsten Ecke mit der besten Aussicht. So wie immer. Amon Kira, Herr der Jäger. Lasse meine Hand ruhig, mein Zielauge sicher und meine Füße flink sein. Und sollte das Schlimmste sich ereignen, gewähre mir Vergebung. Dick. Also der hat auf jeden Fall schon was drauf, der Kollege. Das wird ein Keeper. Ihnen allen zu sprechen. Ich hoffe sehr, dass Sie zur Wahl kommen werden. Sie können darauf zählen. Ich bin an ihm dran, Thane. Er spricht mit einigen Wählern. Verstanden. Sind Sie in Position? Ja. Immer diese Observierung. Es war mit Ihnen allen zu sprechen. Ich hoffe sehr, dass Sie zur Wahl kommen werden. Okay, Kroganer Leibwache jetzt immer mal schön. Naja, ich folge ihm auch. Hier, ich wechsle ab und zu mal die Seite. Ich glaube, das könnte ganz gut werden. Haben Sie ihn? Jetzt redet er mit einem anderen Wähler. Irgendein Zeichen von Colliard? Nein. Ich wechsle die Position und bin dann irgendwo vor ihm. Es war wunderbar, mit Ihnen allen zu sprechen. Ich hoffe sehr, dass Sie zur Wahl kommen werden. Ich glaube, der wird jetzt einfach die ganze Zeit immer dasselbe sagen, bis er dann am Zielort angelangt ist. Aber wir bleiben schön am Observieren dran. So, die Frage, hier sind wahrscheinlich nicht so viele, die ähnlich aussehen wie Thane, ne? Haben Sie das Ziel im Blick? Na klar. Okay, ich muss einfach immer Upgrades geben. Ziel in Sicht. States, nicht Upgrades. Ich kann ihm auch gerne Upgrades geben, ich habe ja genug eingekauft, aber... Vor allem, warum ist der Leibwächter drin und er draußen? Das macht ja überhaupt keinen Sinn.
Also wenn ich ein Attentäter wäre, ich würde jetzt zuschlagen. Aber man wird gerannt. Ich folge ihm. Naja, ich auch. Glaubst du, was ich hier mache, verdammt? Hier ist wieder diese fetzige Mucke am Start. Steht. Ich habe keinen guten Blickwinkel. Was macht er gerade? Einer seiner Wächter redet mit dem Barmann. Sieht aus wie eine Erpressung. Ich gehe mal ein Zimmer weiter. Sagen Sie Bescheid, wenn sich was ändert. Ziel in Sicht. Es ist halt echt nur die Frage, wann hier mal der Kollege Attentäter auftaucht und ob ich ihn überhaupt sehe. Leibwächter treffen. Unter mir, warte. Sie bewerben sich um ein Amt. Viele Leute beobachten. Kann ich nicht. Er trifft einige Söldner. Vermutlich dieselbe Truppe, von der er auch seinen Leibwächter her hat. Er wird nervös. Möglicherweise hat er sie bemerkt. Vielleicht hat er auch Kolliard irgendwo entdeckt. Wäre auch möglich. Wer rennt auch schon die ganze Zeit durch die Gegend? Ich versuche sie zu umgehen. Verlieren Sie ihn nicht. Vielleicht sind sie nur etwas paranoid. Jawohl, Sir! Sind die paranoid? Jawohl! Da lang. Na, Maus. Hey, wer sind Sie? Was machen Sie hier hinten? Ich gehöre zur Abteilung Gesundheit und Sicherheit der Citadel. Ist das Maus? Wir haben Berichte über Ungezieferbefall in den Lagern dieser Gegend erhalten. Was? Das kann nicht Ihr Ernst sein. Wie sind Sie überhaupt reingekommen? Durch die Tür. Hätte ich das ohne Autorisierung wohl schaffen sollen? Sehen Sie noch andere Türen? Für die Keeper. Schon gut. Aber gehen Sie einfach weiter, okay? Danke. Ja, ja. Lassen Sie sich nur nicht von meinem Boss erwischen. Ich doch nicht. Auf dem Weg zu Talits Wohnung. Kolliard. Das ist ein Witz. Jetzt tauchst du auf. Helfen Sie mir, Grill. Ich tue alles, was Sie verlangen. Seesicherheit. Die Waffe runter. Aus dem Weg. Ich verziehe mich und ihn nehme ich mit. Draußen sind Scharfschützen. Ich brauche deine Hilfe nicht. Was zum Teufel? Talit, verschwinden Sie von hier. Bin die Situation geklärt. Das will ich. Nehmen Sie den Jungen fest. Du Mistkerl! Thane ist hunderte von Lichtjahren gereist, um mit Ihnen zu reden. C-Sicherheit gibt Ihnen bestimmt 5 Minuten. Oder? Du bist wütend, weil ich nicht da war, als deine Mutter gestorben ist. Du warst auch nicht da, als sie noch im Leben war. Warum solltest du also bei ihrem Tod da sein? Deine Mutter. Sie haben sie umgebracht, um an mich heranzukommen. Es war meine Schuld. Was? Nachdem ihr Körper der Tiefe übergeben worden war, habe ich sie gesucht. Ihre Mörder und deren Auftraggeber. Ich habe ihnen wehgetan und sie schließlich getötet. Als ich zu dir zurückkam, warst du älter. Ich hätte bei dir bleiben müssen.
Es ist wohl mein Pech, dass du so lange gewartet hast, was? Colliard, ich habe aus dieser Welt viele böse Subjekte entfernt. Du bist das einzig Gute, was ich jemals hinzugefügt habe. Sie sollten dieses Gespräch nicht vor Fremden führen. Bringen Sie Colliard und seinen Vater aufs Revier. Geben Sie ihnen ein Zimmer und so viel Zeit, wie Sie brauchen. Sie tun ihm einen großen Gefallen, Bailey. Danke. Na, dann schicken Sie mir dafür zu Weihnachten eine Karte oder sowas. Ja, krieg ich hin. Ich muss zurück aufs Revier. Kommen Sie, ich nehme Sie mit. Sehr schön. So, Fane hat ein neues Outfit. Dafür mache ich das alles. Nicht für deren Hintergrund oder sowas, sondern einfach nur für die Outfits. Die beiden sprechen sich aus. Nehme ich mal zumindest an, dass das jetzt gerade da in den Zellenblock passiert. Schon eine ganze Weile da drin. Der Junge hat viel durchgemacht. Ich habe Nachforschungen in den Archiven der C-Sicherheit angestellt. Vor etwa 10 Jahren wurden mehrere ziemlich üble Typen erledigt. Als hätte jemand mal gründlich sauber gemacht. Hauptverdächtiger war ein Drell. Wir haben ihn nie erwischt. Üble Typen haben immer viele Feinde. Es hätte jeder sein können. Nein, es muss schon ein ziemlich guter Killer gewesen sein. Vielleicht sogar der Beste. Ich habe so ein paar an Bord mittlerweile. Vielleicht ist einer von denen. Unter anderem Fane. Wie ist es gelaufen? Unsere Probleme sind nichts, was ich mit ein paar Worten aus der Welt schaffen könnte. Wir werden weiterreden und sehen, was daraus wird. Ihr Sohn hat einige Leute erschossen. Keinen, an dem mir etwas liegt, aber trotzdem. Ich habe gesehen, wie diese Typen Geschäfte erpresst und Menschen bedroht haben. Stimmt. Aber er darf nicht einfach so damit durchkommen. Der Junge will was bewegen. Lassen Sie ihn soziale Dienste erledigen. Sozialdienst für Mordversuch? Welches Schwurgericht würde da wohl zustimmen? Keine, die ich kenne. Es dürfte nie vor eine Jury kommen, sondern müsste innerhalb der C-Sicherheit bleiben. Interessant. Ich werde darüber nachdenken. Danke, Captain. Langsam aber sicher ist ein bisschen gut mitgefallen hier, ey. Captain Bailey. Sympathischer, der Kollege. Gut. Plus 5. Das heißt, wir sind hier auf der Citadel eigentlich erstmal auch soweit fertig. Wir haben jetzt hier noch dieses Ilium-Ding, was ich aber nicht weiß, wie ich es lösen kann. So, Samara. Ich wollte gerade sagen, da ist nämlich die nächste Mission und die ist auf der Normandy. Wollen wir mal gucken, ob wir die jetzt heute noch annehmen können oder ob wir da dann über die Zeit hinausschießen. Aber normalerweise sind wir ja hier direkt am Terminal. Transit. Moment. Ja, wohl, ne, ich bin nicht auf Ilium. Das ist völliger Quatsch. Wir fliegen natürlich mit der Normandy weg. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Dann gucken wir doch mal. Ungelesen. Oh Gott, nein. Ungelesene Nachrichten. Lebe noch, Detective Anaya. Ah. Ich kann mir noch nicht glauben, dass ich von einer Information. Sie können nicht glücklich schätzen, Mensch. Wenn ich eine Information über Sie empfinde, leite ich sie natürlich an Sie weiter. Ja, wäre nur cool, wenn ich auch nochmal zu dir hinkommen könnte. Station für modulare Sonden. Ja, ich werde das Schiff auch wahrscheinlich nochmal. In den Aufnahmepausen werde ich das Schiff vielleicht wahrscheinlich nochmal ein bisschen aufstocken. Irgendwann. Müssen wir nur nochmal kurz gucken. Warte mal, Fane ist hier. Kazumi, Samara. Samara ist hier. Damit wir ins Finale mit einem komplett ausstaffierten Schiff reingehen. Ich wüsste nämlich nicht, wofür er sonst da ist, weil bisher musste ich mit dem Schiff noch nicht viel machen. So, hier ist Mirandas Büro. Da wird sie wahrscheinlich nicht rumhängen. Als ob Miranda mit irgendjemandem das Büro teilt. Da hinten ist, glaube ich, Tully. Das ist natürlich die Frage, wo hängt Samara rum? Ich habe gerade eine Nachricht von meiner Frau bekommen. Meditiert sie rum. Ich bin froh, dass ich mich ihrem Team angeschlossen habe. Es ist zu lange her, dass ich mit Gefährten unterwegs war. Wenn es soweit ist, werde ich alles tun, was notwendig ist. Sie sind ein wichtiges Mitglied der Crew, Samara. Es ist mir eine Ehre. Aber es gibt da etwas, worüber ich mit Ihnen sprechen muss. Mal los. Als wir uns auf Ilium getroffen haben, habe ich Ihnen von einer sehr gefährlichen Person erzählt, die ich verfolge. Mit den Informationen, die Sie beschafft haben, ist es mir gelungen, sie ausfindig zu machen. Sie nennt sich Morinth.
Ich möchte sie festnehmen, bevor sie ein weiteres Mal verschwindet. Okay. Wo ist sie? Omega. Ein Nachtclub namens Afterlife. Scheint mir für sie ein perfektes Jagdgebiet zu sein. Ja, das kennen wir auf jeden Fall. Erzählen Sie mir von ihr. Sie ist eine Adat Yakshi. Das Wort entstammt einem toten Asari-Dialekt. Es bedeutet Dämon der Nachtwinde. Aber das ist nur Mythologie. Sie ist ganz einfach eine überaus gefährliche Frau, die ohne jede Gnade tötet. Eine Adat Yakshi ist also eine besondere Art von Mörderin? Morinth leidet an einem seltenen Gendefekt. Mehr Attentäter. Wenn sie sich paart, gibt es kein sanftes Verschmelzen der Nervensysteme. Sie überwältigt das des Partners, verbrennt es. Es kommt zu Blutgerinnseln im Gehirn. Okay. Am Ende steht eine geistlose Hülle, die kurz darauf stirbt. Diese Sache verlangt ganz eindeutig ihre volle Aufmerksamkeit. Sie verwirrt ihre Opfer, manipuliert ihre Gefühle. Sie tun dann alles, um ihre Gunst zu erringen. Wenn wir Zeit haben, kümmern wir uns darum. Da ist noch etwas, diese Kreatur. Dieses Monster. Sie ist meine Tochter. Okay. Ist sicher nicht leicht, davon zu reden. Der Zustand meiner Tochter ist meine Schuld. Und meine Sühne dafür besteht darin, sie zu töten. Okay. Das ist ein ganz, ganz weirdes Volk. Ich will mich nicht bemitleiden, sondern einfach meine Lage verstehen. Wie ist das alles geschehen? Ich war in meiner Jugend ständig unterwegs, auf der Suche nach Abenteuern. Ich habe Leute getötet, mit ihnen geschlafen oder einfach ganze Nächte durchgetanzt. Ich habe viel gelernt, viele Erfahrungen gemacht. Und dann begann meine matronale Phase. Ich konnte mich endlich zurücklehnen, mich sonnen und meine Familie genießen. Aber in einem einzigen Moment wurde mir all das genommen. Oh, geil. Das klingt schrecklich. Ich saß in einem medizinischen Labor und ein kurzsichtiger Arzt redete auf mich ein. Und ich lernte, dass nichts so war, wie ich es mir gedacht hatte. Ich gab alle meine Besitztümer auf. Mir gehört nichts. Und ich erstrebe nichts. Alles, was ich weiß, wird mit mir sterben. Und jetzt besteht mein Lebensziel darin, meine eigenen Kinder zu vernichten. Alles klar. Wir müssen uns um unsere Mission kümmern. Ich verstehe. Trotzdem, falls genug Zeit ist, würde ich gern den Nachtclub Afterlife auf Omega besuchen. Helfen Sie mir, meine lange verschollene Tochter zu finden und sie zu töten. Wir werden Morin finden. Uiuiuiui. Okay, es ist auf jeden Fall ein bisschen darker als die anderen Backstories, aber wir werden mal gucken, dass wir ihr auf jeden Fall helfen beim nächsten Mal. Denn wir sind am Ende angelangt. Euch vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, gerne das übliche Zeug da lassen. Und wir sehen uns dann morgen auf Omega beim Afterlife. Entweder hier dann oder bei einem anderen Projekt, wenn ihr den möchtet. Bis dahin, macht euch noch einen schönen Tag, haut da rein und tschüssi.